Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkrokum. Heute geht es um die 25 Aktien, die für das perfekte Depot in Frage kommen. Und zwar habe ich dafür das Video vom Juni 2020 herausgeholt. Hier sehen wir das auf meinem YouTube-Kanal. Hier hinten die beliebtesten Videos. Und zwar hier Platz 2 mit fast 10.000 Aufrufen hatte ich das. Das war also, ist jetzt knapp 1,5 Jahre alt. Und das habe ich mir heute mal vorgenommen. Und diese 25 Aktien, ob ich diese 25 Aktien immer noch nach 1,5 Jahren auch noch wählen würde, das werde ich dir am Ende des Videos dann verraten. Und jetzt würde ich quasi dieses Video hier, sehen wir das, ich mache mal Ton hier aus, einmal vorspielen lassen das Ganze. Und das sind wirklich Unternehmen, die ich auch zum größten Teil auch weiterhin aufnehmen würde. Es sind zwei bzw. drei Aktienunternehmen, die ich austauschen würde. Und das werde ich dir gleich am Ende dieses Videos dann einmal vorstellen, nach diesen 25 wirklich interessanten und immer noch nach 1,5 Jahren sehr soliden und mit viel Potenzial dahinter stehenden Unternehmen bzw. Aktien. Diese 25 Aktien, ja, wie gesagt, würde ich jetzt nicht 25 von denen nehmen, aber von diesen 25 wäre ich immer noch bereit, 22 oder 23 nach 1,5 Jahren in mein Depot aufzunehmen, sollte ich nur 25 Aktien zur Auswahl haben. So, deswegen Video jetzt nochmal anschauen und am Ende sehen wir uns gleich nochmal wieder in der Originalfassung hier. Ne? So, bis gleich. Ich lasse das Video gleich mal laufen. Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkrokum. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen vermehrt die Frage bei Instagram bekommen, wie könnte ein Depot aussehen oder wie sollte ein Depot aussehen oder wie würde ich heute ein Depot aufbauen, also welche Werte würde ich mit reinnehmen und wie viele Werte würde ich in ein Depot mit aufnehmen. Diese Fragen würde ich heute gerne in diesem Video beantworten und vorweg, ich habe mich oder ich würde mich für 25 Aktien bzw. Werte, Wertpapiere entscheiden, wenn ich heute ein Depot oder ein Portfolio erstellen müsste. Würde ich mich für diese 25 Werte entscheiden, die ich dir jetzt einmal in diesem Video ganz kurz vorstellen möchte. Ja, beginnen wir mit dem ersten Wert, das ist Berkshire Hathaway, eine Holding, die haben über 100 unterschiedliche Unternehmen in der Holding, wie zum Beispiel eine Apple, eine Coca-Cola, eine Bank of America, eine Visa, eine Mastercard. Aber zum größten Teil ist das wirklich so eine, ich sag mal so eine Finanzholding, Versicherung, Banken. Und diese Berkshire Hathaway, weil die einfach schon sehr breit gestreut ist, würde ich als ersten Wert mit reinnehmen. Dann hätte ich als zweiten Wert, würde ich die Danaher mit reinnehmen. Auch das bezeichne ich auch so als kleinen ETF, Gesundheits-ETF. Die haben etwa 24 Unternehmen, Tochterfirmen in der Danaher Corporation. In dem Bereich Healthcare, also Gesundheit, also die machen Forschungen, Diagnostik, Umwelt und Biowissenschaften, beschäftigen sich halt diese Unternehmen, also die machen zum Beispiel Automatisierung in der Diagnostiktests für Ärzte, für Krankenhäuser, also in der Zukunftsbranche, daher im Bereich Gesundheit, auch so ein kleiner ETF. Dann als dritten Wert würde ich Tencent mit aufnehmen. Da sehen wir schon, dass es sehr gut aufgestellt ist. Das Unternehmen ist auch, hat sehr, sehr viele Beteiligungen. Ich glaube, 200 bis 300 Beteiligungen hat Tencent. Ist in dem Bereich E-Commerce sehr gut vertreten, aber auch E-Games, Games, wie zum Beispiel eine Beteiligung an Activision Blizzard, Supercell, haben sie eine kleine Beteiligung von 5% an Tesla oder auch eine Beteiligung von 7% an Snapchat, Spotify, jetzt vor kurzem auch Universal Music Group haben sie gekauft, den größten Musikproduzenten der Welt, oder auch an Mail.ru haben sie eine 7%ige Beteiligung. Also Tencent ist auch sehr, sehr breit aufgestellt, besonders halt in den Games- und E-Commerce-Sektor.
Dann als vierten als viertes Unternehmen würde ich die Microsoft mit aufnehmen, hier Cyber Security oder auch sehr breit in den Cloud, ist Cloud mit dabei. Man sieht auch hier an dem Kurs, dass hier in den letzten Jahren sehr schön gelaufen ist. Ein Treiber für einen Depot wäre so eine Microsoft. Also die haben auch hier ihre ganzen Word, Excel als Lizenzen, verkaufen die halt. Und wie gesagt, sehr groß in dem Bereich Cloud mit dabei. Das wäre also mein viertes Unternehmen. Dann würde ich noch die Visa mit reinnehmen. Payment, denke ich mal, das auch kennt jeder. Hier habe ich mich für die Visa entschieden, statt für Mastercard. Die Visa hat einen Marktanteil in diesem Bereich von etwa 50%, die Mastercard nur von etwa 25%. Die ganzen Karten, Zahlungen laufen eigentlich über Visa. Und in der Zukunft werden die Menschen auch immer weniger bar bezahlen, sondern immer mehr mit Karten. Und da wird Visa auf jeden Fall profitieren. Deswegen Visa ins Depot. Dann als nächsten würde ich die Sberbank aus Russland mit ins Depot nehmen. Erstens, weil es auch mal Unternehmen außerhalb Europa oder USA ist, aus Russland. Die Sberbank, die bezeichne ich als als keine richtige Bank, oder man kann sagen, man hat hier ein Technologieunternehmen mit gepaart als Bank. Hier haben wir auch sehr, sehr viele Bereiche mit abgedeckt, Cyber Security, aber auch Telemedizin und auch Banksektor quasi, also aus dem Bereich Russland, die Sberbank. Dann als nächstes Alphabet, man sieht hier auch Qualitätscheck von TraderFox, 15 von 15 Punkten, ein Unternehmen wie, die haben auch sehr viele Tochterunternehmen im Bereich, zum Beispiel autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, die Suchmaschine Google ist mit dabei. Also hier wird man wahrscheinlich nicht wegsehen können von Alphabet, gehört auf meiner Meinung nach auch in jedes Depot. Dann als nächstes Unternehmen Amazon. Auch Amazon, ein sehr großer Bereich im Cloud und auch im Onlinehandel ist Amazon. Also auch das Unternehmen würde ich in mein Portfolio mit aufnehmen. Dann als nächstes MBB, ein Wert aus Deutschland. Hier haben wir auch eine kleine Holding. Ich glaube, die haben 5 oder 6 Unternehmen, wie zum Beispiel auch Aumann. Da sind die, glaube ich, mit 40% beteiligt, also Automatisierung mit dabei. Also MBB würde ich auch mit dazu nehmen. Dann Striker aus dem Bereich Healthy Care, Gesundheit, die sind zum Beispiel auch sehr groß dabei. Die haben Produkte, chirurgische Produkte, wie zum Beispiel dann, die machen KI für zum Beispiel Hüft-OPs. Also die haben KIs, Roboter, die halt für die Hüft-OPs zuständig sind. Also das Bereich Healthy Care. Dann haben wir Johnson & Johnson, auch dieser ist ein sehr konservativer Wert. Kennt wahrscheinlich auch jeder, zum Beispiel BB-Creme oder Penaten, aber auch in dem Bereich haben die, einer von drei Bereichen ist bei denen auch so ähnlich wie bei Striker, für KI-Operationen sind ja auch mit dabei. Also auch ein zukunftsorientierter Markt und zudem auch, wie gesagt, ein konservativer Wert, Johnson & Johnson. So, dann haben wir SAP. SAP wäre für mich auch einer der besten deutschen Werten, die wir zurzeit haben in dem Bereich Technologie, Software. Ich sag mal, die haben einen sehr, sehr großen Burggraben mit ihren Software. Wenn man also ein Unternehmen die SAP-Software benutzt, dann werden sie nicht so schnell eine andere nutzen, um die ganze Umstellung zu tätigen. Bedarf es schon sehr viel Aufwand. Ich habe vor vielen Jahren bei einem großen Konzern gearbeitet. Wir haben da die SAP-Software genutzt und da ist auch immer ein Umstieg auf eine andere Software ist eigentlich so gut wie undenkbar, weil es einfach sehr, sehr viele Kosten auf einen zukommen und die ganze Umstellung würde mindestens ein Jahr dauern. Deswegen hat SAP hier einen sehr, sehr hohen Stellenwert, also einen Burggraben, und deswegen gehört SAP auf jeden Fall in mein Depot. Dann als nächsten würde ich auch Facebook mit reinnehmen, auch hier, es wird immer wieder auf Facebook eingeschlagen, aber sagen wir mal ehrlich, Facebook hat auch sehr, sehr viele Beteiligungen, die haben sich jetzt vor kurzem auch in Indien mit eingekauft, ein ähnliches Unternehmen, eine ähnliche Plattform wie
WhatsApp haben sich jetzt in Indien, glaube ich, für 10% eingekauft, aber auch WhatsApp selber, wenn man das nochmal das Ganze zu Geld bringen möchte, kann man hier wahrscheinlich noch mehrere Milliarden Euro an WhatsApp verdienen. Facebook, WhatsApp, Instagram, das sind so die größten Social Media Kanäle auf der Welt und das gehört ja alles Facebook. Also hier für mich auch ein absolutes Pluspunkt bei Facebook, gehört meiner Meinung nach in jedes Depot. Dann kommen wir zum nächsten, Nvidia. Auch Nvidia profitiert von den ganzen neuen Technologien, Chips und auch Grafikkarten, also für Games. Da ist Nvidia auch sehr, sehr breit aufgestellt. Deswegen auch Nvidia ins Depot. Habe ich persönlich auch. Alle Unternehmen, die ich jetzt auch vorstelle, die habe ich in meinem Depot bereits. Und diese Unternehmen würde ich halt nehmen, wenn ich wirklich etwas konzentrierter sein müsste. Also Nvidia. Dann haben wir als nächstes Apple. Apple ist ja meine größte Position in meinem Depot. Apple würde ich auch auf jeden Fall mit aufnehmen. Hier sieht man auch von TraderFox einen Qualitätscheck 13 von 15 Punkten. Auch Warren Buffett ist ja mit 30% von seinem Berkshire Hathaway hier beteiligt. Man sieht also das Unternehmen und er sagt ja auch mal, glaube ich, Apple ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin da auch überzeugt von Apple. So, dann als nächstes ein konservativer Wert, muss ja auch sein, da muss nicht nur Technologie mit dabei haben, Gesundheit, Technologie habe ich ja sehr viel jetzt schon vorgestellt. Hier haben wir Nestle als Konsum, ich denke mal Essen werden wir immer gebrauchen und auch aus der Schweiz Nestle, wie gesagt, gehört für mich ins Depot. Dann haben wir als nächsten konservativen Wert, das ist die PepsiCo, auch dieses Unternehmen würde ich mit reinnehmen. Wir haben die Coca-Cola, haben wir ja schon bei Berkshire Hathaway drin und die PepsiCo finde ich immer noch besser als die Coca-Cola. PepsiCo ist einfach etwas breiter aufgestellt. Die haben nicht nur Getränke, sondern die haben auch Knabberzeug, also wie zum Beispiel Chips von Lay's. Die haben mittlerweile 50-50%, also 50% Getränke und 50% halt Snacks und das finde ich auch sehr, sehr gut und ich denke mal auch in den nächsten Zukunfts sag mal, in den nächsten Jahren werden wir PepsiCo weiterhin vernaschen quasi, also Getränke davon zu sich nehmen und auch halt die Snacks, also auch ein konservativer Wert, so ähnlich wie Nestle. Dann ein weiterer konservativer Wert, das ist Unilever. Hier haben wir nicht nur Nahrung, sondern auch Produkte für die Körperpflege, wie zum Beispiel Axe oder auch Duschgel haben wir da, aber auch Eissorten, wie gesagt, Nahrung. Hier haben wir ein sehr breites, aufgestelltes Feld, wie gesagt, von Nahrung bis hin zur Körperpflege. Unilever aus den Niederlanden, obwohl sie ja wahrscheinlich demnächst nur noch in Großbritannien zu finden sein werden. Die wollen ja die Unilever, Großbritannien und Niederlande wahrscheinlich zusammen verschmelzen zu Großbritannien, aber ist ja uninteressant, wie gesagt, für mich ist es nur interessant. Unilever würde ich auf jeden Fall als konservativen Wert mit ins Depot nehmen, wegen Körperpflege und Nahrung. So, dann haben wir als nächsten Walt Disney aus dem Bereich, ich sag mal hier Entertainment, wir haben hier Parks, wir haben hier Disney-Filme, wir haben jetzt auch demnächst, oder wir haben ja schon den Disney Plus, also Streaming, und da werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch viel mehr Einnahmen kommen. Die haben ja schon sehr, sehr viele Abonnenten, Disney Plus. Ich denke mal, in der nächsten Zeit werden wir hier auch noch viel mehr Leute hinzubekommen. Ich bin ja auch schon seit von Anfang an Disney Plus Konsument. Meine Kinder freuen sich immer wieder auf Walt Disney Filme und deswegen für mich ein ganz klarer Pluspunkt bei Walt Disney, gehört für den Bereich Entertainment ins Depot. Dann habe ich AT&T als weiteren Entertainment drin, ein sehr guter Dividendenzahler, ich glaube mittlerweile bei 7-8%, glaube ich, liegen wir hier, ja nicht ganz, okay, 7% Dividendenrendite und das Unternehmen steigert die Dividende schon seit Jahren, ein KGV von gerade mal 12 bis 13 finde ich jetzt derzeit auch immer noch sehr günstig und ich glaube bei 26 Euro liegen wir derzeit. Hier würde ich sogar noch für mein Depot bei 25 Euro weiterhin nachkaufen. Ich habe, glaube ich, sogar eine Option drauf laufen bei, weiß ich gar nicht, 25 Dollar und würde sie mir sehr gerne ins Depot nochmal legen, also nachkaufen. Das Unternehmen würde ich auch auf jeden Fall mit
dazu zählen zu meinen 25 Unternehmen, wenn ich mich entscheiden müsste. So, als nächsten Wert habe ich die Siemens und hier wird ja abgespalten, glaube ich, jetzt wann? In Oktober oder September, November, irgendwann in diesen Zeiten, wenn wir den Energiesektor abspalten von der Siemens und die Siemens wird sich immer weiter konzentriert, sich immer weiter auf den Bereich, ich sag mal Software und da sind die sehr, sehr gut. Ich sag mal ein Technologieunternehmen mit einem KGV von gerade mal jetzt hier im Fall 16, müsste wahrscheinlich sogar noch niedriger sein, 21, 22. Scroll mal dahin, dann sehen wir das hier. KGV genau, also wir haben hier 12er, 13er KGV für, ich sag mal, ein Softwareunternehmen, für ein sehr gutes Softwareunternehmen. Und man kriegt hier, wenn man die Siemens-Aktien hat, ja, wie gesagt, im Herbst wird ja ein Split gemacht, 2:1 für jede zwei Aktien. Siemens bekommt man noch die Energie-Siemens-Aktie dazu. Da kann man sich überlegen, ob man die halt behält oder abspaltet oder verkauft, meine ich. Und wie gesagt, also ich bin Siemens-Aktionär und auch schon seit längerer Zeit. Die Siemens-Aktien habe ich damals von meiner Oma geschenkt bekommen und ich halte dieses Unternehmen für sehr, sehr gut. Mit einem KGV von 12 ist das für mich immer noch ein sehr günstiges Softwareunternehmen. So, dann kommen wir schon zu den letzten, einmal die Dick Asset. Das Unternehmen ist aus dem Bereich, sage ich mal, Immobilien, wollte ich auch mit als Branche mit reinnehmen, also ein bisschen breiter gestreut, dass man auch wirklich verschiedene Segmente mit dabei hat. Die hier sind ja halt mehr auf den gewerblichen Bereich tätig. Dick Asset, aber auch, die haben auch als Kunden halt den Staat und so. Denke ich mal, da wird auch nicht viel passieren. So, dann haben wir als weiteren Chromecastle, wird vielleicht der eine oder andere kennen, hat ja auch der Bill Gates im Depot, meine ich. Das Unternehmen verpachtet oder vermietet er Funktürme, also für 5G, sehr, sehr interessant. Deswegen auch bei mir schon länger im Depot. Hatte ich auch im März, glaube ich, nochmal nachgekauft. Das Unternehmen gehört für mich auch in jedes Depot, wenn man zuversichtlich ist und die Technologie 5G sagt, ja, die wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall wachsen, dann ist Chromecastle auf jeden Fall ein Profiteur, weil Funktürme und die ganzen Sachen, 5G, davon wird Chromecastle auf jeden Fall profitieren. So, dann habe ich hier nicht mit aufgenommen, ist noch eine Steico-Dämmstoffe, also auf, vielleicht können wir mal kurz aufrufen, dann zeige ich das euch auch, die gehört auch dazu. Die würde ich auch mit aufnehmen, Steico aus Deutschland. Die sind halt ökologische Produkte, haben die halt in Werkstoffe. Habe ich auch schon öfters mal vorgestellt, Steico. Auch das Unternehmen würde ich mit aufnehmen als 24. und als 25. Unternehmen würde ich das Unternehmen aus Österreich mit aufnehmen. Ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Hier sage ich, bekomme ich immer wieder Informationen von meinem guten Freund, der arbeitet in einem ähnlichen Unternehmen und er sagt, das ist wirklich am Kommen, diese Cloud-Anbieter für also Dokumente und also für Steuerberater und solche Sachen, ist das sehr, sehr gut. Ein kleines Unternehmen aus Österreich würde ich auch auf jeden Fall als mein 25. Unternehmen mit aufnehmen. So, diese 25 Unternehmen würde ich jetzt quasi als Depot oder als Portfolio nehmen, falls ich starten würde. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Das ist keine Anlageberatung, sondern einfach nur als Inspiration für euch zu sehen. Und damit einfach ich jetzt quasi drei, vier Fragen, die sich mal wieder wiederholen, einfach mal mit einem Video kurz beantworte. Das ist, wie gesagt, meine bescheidene Meinung dazu, wie ich so ein Depot aufstellen würde mit 25 Werten. Viel mehr Werte braucht man eigentlich gar nicht. Man ist mit diesen Unternehmen schon sehr breit gestreut und man hat eigentlich jedes Unternehmen unter 5%. Sollte man ein Unternehmen pleite gehen, was eigentlich sehr, sehr selten vorkommt, ist man mit knapp 4,5 oder 4,6%, wenn man alle gleich gewichtet, nicht wirklich kann man verkraften, sage ich mal so, weil auch die anderen Unternehmen werden wahrscheinlich gut performen und das wird sich dann halt ausgleichen. Deswegen kann man ruhig so mit 20, 25 Werten starten oder halt aufbauen das Portfolio und ist man sehr, sehr gut aufgestellt, also breit aufgestellt. Also wie gesagt,
Viel Berater braucht man nicht und mit diesen 25 Unternehmen wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ich hätte sehr viele Bereiche abgedeckt. Ich habe Unternehmen aus USA, ich habe Unternehmen aus Europa wie Deutschland oder Österreich, Schweiz mit dabei. Ich habe auch Unternehmen aus Russland. Deswegen, wie gesagt, Länder breiter gestreut und auch in den Bereichen sehr breit gestreut. Ich habe konservative Werte, ich habe auch Technologiewerte dabei. Ich wäre mit diesem Depot sehr, sehr zufrieden. Das wären meine Top 25 Unternehmen, die ich in mein Depot sehr, sehr gerne aufnehmen würde, wenn ich nur diese 25 haben dürfte. So, das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. So, da bin ich wieder. Und zwar haben wir uns das Video jetzt alle angeschaut, habe ich auch gemacht und ich habe da jetzt Berkshire drin, Danaher, Tencent, Microsoft, jetzt mal aufgeschrieben, Visa, DS Bear Bank, Alphabet, Amazon, MBB aus Deutschland, Stryker, Johnson & Johnson, die sich ja bald abspalten möchten, SAP, Facebook, die jetzt Meta heißen, dann Nvidia, Apple, Nestle, dann PepsiCo, Unilever und Disney, dann AT&T haben wir noch mit drin, die Siemens, Dick Asset ist drin, Chromecastle und Steico wie Fabersoft. So, das waren die fünf Unternehmen, die ich damals vor anderthalb Jahren ausgewählt hätte oder habe. Diese Unternehmen habe ich auch zum größten Teil alle im Depot. Und jetzt würde ich halt welche tauschen. Es sind zwar nicht so viele, aber dennoch würde ich jetzt welche tauschen. Also zum ersten würde ich AT&T hier rausnehmen. Die haben einfach in der ganzen Management für mich jetzt nicht überzeugt. Die haben zugekauft, jetzt wollen sie wieder abspalten, Warner Bros. Und so weiter. Hat mir alles jetzt nicht so ganz gefallen. Die Dividende wird ja auch gekürzt. So, AT&T würde ich jetzt nicht in mein optimales Depot mehr aufnehmen, ganz klar. Dann haben wir Dick Asset, würde ich jetzt auch nicht aufnehmen, hier würde ich das auch ergänzen oder ersetzen. Das sind die beiden Unternehmen, die ich grundsätzlich gar nicht mehr so toll finde, dass sich da ein paar Sachen geändert haben. Dick Asset hat sich ja durch auch jetzt mit den ganzen Pandemie und sowas, hat sich so ein bisschen halt eine andere Ansicht hat man da drauf als noch vorher. Deswegen, AT&T würde ich ergänzen, nicht ergänzen, sondern ersetzen durch zum Beispiel BlackRock. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. BlackRock ist ein richtig geiles, fantastisches Unternehmen derzeit. Und Dick Asset hätte ich auf einer ähnlichen Basis getauscht, zum Beispiel Tech-Immobilien oder Vonovia, obwohl ich eher Tech-Immobilien bevorzugen würde. So, das wären die beiden, die ich wirklich tauschen würde. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr Steico aufgenommen, ganz einfacher Grund, nicht weil das Unternehmen schlecht ist. Das Unternehmen ist immer noch hervorragend, da habe ich auch ein Depot, bleibt das auch. Nur wenn ich jetzt neu kaufen würde, würde ich einfach Steico nicht kaufen, die sind einfach unmenschlich teuer geworden quasi. Also ich glaube, die sind in den letzten eineinhalb Jahre oder zwei Jahre so in der um über 300% gestiegen. Deswegen würde ich sie jetzt einfach nicht mehr kaufen, weil die einfach viel zu teuer sind. Die hätte ich jetzt einfach ergänzt oder getauscht, zum Beispiel gegen die Samsung SDI. Die finde ich immer noch sehr, sehr, ich sag mal, moderat bewertet, immer noch ein bisschen teuer, aber nicht so teuer wie die Steico. Steico ist ein geiles Unternehmen, würde ich jetzt aber nicht kaufen, weil die einfach zu teuer sind. Dann würde ich vermutlich auch die Nvidia jetzt nicht mehr kaufen, auch aus dem gleichen Grund wie Steico. Die sind einfach in den letzten eineinhalb Jahren einfach zu stark gestiegen und deswegen könnte man da eventuell ein Turnaround erwarten, vielleicht von PayPal. Die sind ja sehr, sehr stark gefallen, sind jetzt eigentlich so gut wie oder auf einem fairen Wert fast und jetzt hätte man eine Chance sehen, bei PayPal einzusteigen, die könnte ich eventuell gegen Nvidia tauschen. Aber nicht, weil das Unternehmen besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil das Unternehmen viel zu teuer ist. Also Nvidia ist zu teuer, Steico sind zu teuer, jetzt derzeit, wenn ich über einen Sparplan das Ganze machen würde, Sparplan, kein Problem, würde ich es machen, würde ich jetzt Einzelinvestment machen, würde ich dieses paar Unternehmen nicht mehr nehmen, weil die einfach viel zu teuer sind oder warten, bis sie vielleicht etwas fallen und dann halt im Dip kaufen diese Unternehmen. So, als Alternative gibt es halt, wie gesagt, PayPal, Samsung SDI, zudem gibt es auch noch JP Morgan und die Procter & Gamble. Das sind auch zwei Unternehmen, die ich auch sehr, sehr gerne ins Depot mit einbauen würde, aber die anderen sind auch einfach sehr, sehr gut. Zum Beispiel die MBB aus Deutschland, die ist auch eigentlich schon sehr, sehr gut gelaufen.
müsste man sich überlegen. Aber sonst der Rest ist wirklich noch sehr, sehr gut aufgestellt und auch vom Preis her noch akzeptabel, sagen wir mal so. Ja, also da sind wirklich 23 Unternehmen, die ich auch weiterhin so als perfektes Depot betrachten würde, außer AT&T und Dick Asset, die würde ich halt wie gesagt tauschen gegen BlackRock und Tech-Immobilien. Ansonsten, top, bleibt so. Da sind eigentlich wirklich Top-Unternehmen, die ich auch damals ausgewählt habe. Wie gesagt, auch schon damals, keine Anlagenberatung, ist einfach nur meine persönliche Meinung. Jeder muss natürlich selber nachdenken, welche Unternehmen er oder Aktien er kauft, welche für ihn in Frage kommen. Und das soll einfach nur Inspiration sein. Ganz, ganz einfach. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn euch das Video auch wieder gefallen hat, dann Daumen nach oben, ganz, ganz klar. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.